Das Haus der Freemans. Natürlich kommt hier jetzt wieder so eine Szene. It's the Freeman's house. They're our closest neighbors. I think it's important we keep good rapport with them. They're the kind of people who like to gossip and love to snoop around other people's business. On top of that, they're terribly religious. It's better we visit them than have them constantly visit us. So just keep close attention of everything and learn as much as you can. Okay. Come on in, Detective. I saw you guys coming from a mile away. I'm cooking at the moment, but it's good you brought the little one for a visit. I'm sure he'll get along with my boys just fine. Okay. You want anything? Coffee? Tea? Beer, maybe? No, ma'am, I'm good. Just wanted to say hi and bring the boy over for a quick visit. We have to be leaving soon anyway. Ja, wir besichtigen eh die ganze Stadt. Oh, that's too bad. Well, make yourself at home. I think Gary's at his office, working on something. Na, erstmal die ganze Stadt kennen wir. Why don't you look around and I'll have a word with the missus. Okay, darf ich dann rein theoretisch hier alles besichtigen? Look, it's the Death Kid. Ach nee, die schon wieder. Watch out, he might just try to kill you. I'm not scared. If he Jamie tries Freeman, oldest anything, of the brothers. My rifle. If he kills me, I'll kick his butt. You think he would die if you shot him with a pellet? I don't know. He might. He looks pretty fragile to me. Die Freemans einzufangen wird keine leichte Aufgabe. Sie sind eine seltsame Familie und ihr Haus wirkt ziemlich verstörend. Ihr Briefkasten sieht eigenartig aus. Allerdings haben sie draußen einen Pool. Immerhin etwas. Mr. Freeman arbeitet gern im Obergeschoss. Diese Jungs glauben, dass sie mich herumschubsen können. Ich werde es ihnen noch zeigen, aber nicht heute. Jetzt sollte ich erstmal sehen, was für Geheimnisse dieses Haus beherbergt. I'm not scared. A magazine, it looks like a magazine that's mainly meant for young girls. I'm not scared. The colors are bright pink and it features mostly pictures of young boys. I'm not scared. You're full of crap. Ja, die... Irgendwie habe ich hier so ein bisschen Bully-Vibes. Habe ich Bock, Bully zu zocken. Aber erstmal will ich mir das Haus hier ansehen. So. Magazine, it looks like a magazine that mainly meant for... Achso. Genau dasselbe. Ist hier noch was? Die haben hier eine Badewanne. So ein Haus hätte ich eigentlich auch gern. Mit eigenem Pool. Ich glaube, hätten wir alle gerne. Haus mit Pool, also... Ist auch eigentlich ein relativ großes Haus. Bin ein bisschen neidisch. Mit Garage. Ist doch eine Garage, oder? Dass ich nichts aufbekomme. Egal, ich sehe mich mal hier noch ein bisschen weiter um. So. Ach, halt die Klappe, Junge. So, Esszimmer und Küche. Und was haben die hier? Die Wäschekammer. Dasselbe Magazin. Wieso haben die dreimal dasselbe Magazin hier? Ah! Klappe öffnen und Batterien entnehmen. Unser erstes Werkzeug. Was haben wir da?
Beziehungsweise gleich. Wir haben hier noch was. It's a weird looking metallic object labeled T12C3. Winter Hill. Schule. Sehr kleines Gebäude. Hier gibt es nicht viele Kinder. Mrs. Green ist die Lehrerin. Sie könnte von Zeit zu Zeit hilfreich sein. Merkwürdige Holzdielen. Wie kann ich sie bloß öffnen? Ich habe eine Idee. Okay, damit nicht. Gibt es hier noch mehr Werkzeug, das ich mitnehmen darf? Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Eine Flasche Milch. Ich nehme erstmal alles mit, was ich eventuell vielleicht später gebrauchen könnte. So, okay, hier gibt's nichts. Figured I'd find you here. Die haben hier auch noch ein Klavier. Hier haben die ein Teufelchen. Was die wohl hier verloren hat, frage ich mich auch. Okay, gehen wir nach oben. Eine Teufelsfigur hier bei sehr religiösen Menschen. Hallo. Well, hello. Who do we have here? I was just writing a letter here. Work thing, you know. How are you, son? You look... How can I say this? Delicate? Yes. How are my boys treating you? If they get aggressive, just let me know. I'll take care of it. We're planning to add a pool to the house. I would love to see you swimming in it someday. Do you like swimming? Die Aussage kam mir ein bisschen suspekt vor. Er hat in seinem Büro geschrieben, er hat einen sonderbaren Geschmack, was Zeitschriften angeht. Bei Gesprächen neigt er außerdem dazu, mir extrem nahe zu kommen. Das gefällt mir gar nicht, kein bisschen. Gary Freeman. Irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht. Er lebt mit seiner Familie direkt neben uns. Er könnte ein Anwalt sein. Okay, Lucius hat dasselbe mulmige Gefühl, was ihn angeht, genau wie ich. Ich habe so ein Gefühl, er mag kleine Jungs. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier wohnen die drei Kinder, okay. Ich kann hier sonst nichts machen. So, gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich würde gerne eigentlich mal die Schubladen und sowas durchwühlen. Wie im ersten Teil. Hier ist noch ein Teufelchen. In deren Schlafzimmer. Merkst du, ja, okay, dasselbe wieder. Hier mal dasselbe Magazin. Warte mal, haben die hier kein Badezimmer? Doch, die haben unten ein Badezimmer, aber warum haben die oben kein Badezimmer? Jack scheint bereits gegangen zu sein. Ich sollte auch gehen und in der Stadt nach ihm suchen. You're full of crap. Na, ich glaube, ich weiß, wo Jack sein könnte. Bei der nächsten, beim nächsten Ort, MacGuffins Haus. Dr. Greens Haus, Haus vom Richter. Wir gehen mal weiter nach Norden, nach oben. Und gucken uns da mal die Häuser an. Wir wollen ja jeden besuchen.
So, hier haben wir das nächste. Da müsste Jack jetzt auch gleich auftauchen. Oder auch nicht. Muss ich die Kirche besuchen? Hier kommt keine Cutscene. Gibt es da hinten noch ein Haus? Ja, da vorne gibt es noch ein Haus. Aber es ist auch wenig belebt hier. So, darf ich hier rein? Das ist das Haus von Richter Jackson, aber es scheint leer zu sein. Ich sollte später nochmal nachsehen. Okay, ich komme hier also nicht rein. Da ist ein Teufelchen in der Küche. Genau da. Da ist einer. Ich will den haben. Komme ich anderweitig irgendwie rein? Von da kamen wir. In das Dorf, in die Stadt. Okay, was fehlt uns noch zur Besichtigung? Haus der Williams, die Hütte vielleicht, den Friedhof, das Mason Hotel. Haus der Morgens waren wir schon. Schrottplatz waren wir schon. Hier Gabriels Haus, Kirche und Hafen. Also nochmal nach unten. Oh, Imbiss waren wir noch nicht. Imbiss müssen wir auch noch hin. Ich würde dann so machen, dass wir Haus der Williams gehen. Dann zur Hütte. Von da aus dann hier Richtung Imbiss. Dann Gabriels Haus. Die Kirche, Hafen. Von hier aus dann nochmal so zurück zum Wasserturm. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Und dann zum Mason Hotel und zum Friedhof. Dann hätten wir auch alle Orte hier einmal besichtigt. Sehr interessante. Ach so, das soll Bogenschütze sein. Das Haus des Bürgermeisters hat einen neuen Feuermelder. Wie wäre es, wenn ich dorthin gehe und ihn auslöse? Kann ich hier so einfach rein? Hier lebt der Bürgermeister. Ich würde so gern hineingehen, aber die Tür ist abgeschlossen. Entweder finde ich einen anderen Weg hinein oder ich brauche die Schlüssel. Kann ich klingeln? Einen anderen Weg hinein. Das sieht verdächtig aus. Okay, ich komme so nicht hoch. Hier vielleicht? Das Fenster ist offen. Ne, doch nicht. Gibt's hier was, was ich Küchenherd, direkt darüber ist ein Rauchmelder. Ich frage mich, ob ich ihn auslösen kann.
weiß nicht, ob das vielleicht zu früh ist. Hello? Again? Thanks for the heads up. I'll be right there. Mayor is checking his house and the office is empty. The room is filled with religious items. Wir können die Sachen da umdrehen. So. Ich komme aber sonst nicht raus. Vielleicht finde ich da noch einen Schlüssel. Wenn ich jetzt mich beeile. Der ist auf dem Weg hierhin wahrscheinlich. Können wir die Kreuze da umdrehen und gucken, ob wir da vielleicht noch einen Schlüssel oder sowas finden. Bei ihm im Büro. Okay, Jack ist hier. Tschüss, Jack. So, Stadt, Rathaus. Da wollen wir hin. So. Das war sein Büro. Ich warte jetzt auf seine Rückkehr, aber ich glaube nicht, dass ich stark genug bin, um es mit ihm aufzunehmen. Einige religiöse Gegenstände zu entweihen, könnte mir die nötige Energie geben. Oh, der hat hier drei von denen. So. Ein religiöses Symbol. Ich werde mit jedem, das ich entweihe, stärker. Ich muss nur erstmal dafür sorgen, dass dieser Raum leer wird. Ja, habe ich schon. So, ich fühle mich jetzt jedes Mal stärker, wenn ich eines der Kreuze umdrehe. So, ich kann fühlen, wie sich das Höllenfeuer durch meine Arme bewegt. Der Bürgermeister nähert sich. Es ist Zeit, dass ich diesem König eine neue Krone verpasse. Maybe we should take you to the doctor. Okay.
So I think I might have an idea what we should do. There used to be this small amusement park right next to my house. If I'm not mistaken, I think I've left a few things behind when they went bankrupt. I think we could use some of that for recreating the prophecies. Like, for instance, we could use that carousel for the Four Horsemen. Ich glaube, der ich muss Jack folgen. Der Bürgermeister ist tot. Jack hat eine Idee, wie man die Prophezeiung weiter nachbilden kann. Ich glaube, Jack erhofft sich durch mich. Warte mal. The Sacred Scroll. It has 7 seals on it. It was given. Yeah. Steht da jetzt nichts Neues? Ich denke, Jack erhofft sich durch mich, beziehungsweise durch Lucius, seinen Sohn wieder zurückzubekommen. Deswegen hilft er uns. Es ist schon wieder nachts. Was haben wir vor mit dem Vergnügungspark? Habe ich da was gehört? Irgendwas mit dem Karussell? Interessanter Ort, das könnte sich gut als unsere Operationsbasis eignen. Ein elektrischer Hebel. Ich frage mich, ob es noch funktioniert. Okay, das sah gut aus. Die Leiche des Bürgermeisters. Too far to... Okay. Ich habe vergessen, die Taschen des Bürgermeisters zu durchsuchen. Ich sollte das besser jetzt tun. Hier gibt es einen eigenartigen Wahrsageapparat. Er könnte irgendwie mit der Unterwelt verbunden sein. Kümmert sich Vater noch um mich? Ein geheimnisvolles Gerät namens Sultan Tells. Es ist eigenartig, wie gut erhalten und wie pflegt es nach all den Jahren. Es sieht fast brandneu aus. Nutze ich mal. Okay. Auf der Karte steht, unseren kleinen Jungen sollte er einen Schrecken einjagen und unsere Geheimnisse muss er für uns tragen. So, gibt's hier sonst noch was? Bevor ich hier die Taschen vom Bürgermeister durchwühle. Irgendwie noch so einen kleinen Totenkopf, Teufelchen. Hier,
Okay, komm, wir durchwühlen mal seine Taschen. Okay, wir haben seine Hausschlüssel. I found some keys and a strange coin. The keys look like his house keys. Ich habe einen Netzschalter am Eingang zum Vergnügungspark gesehen. Das war's? Wieso hat er einige Pfeile in seinem Körper? Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Komme ich sonst noch irgendwie hier rein und raus? Ah, hier ist noch ein Teufelchen. So, sonst noch was? Erste Siegel ist geöffnet. Kapitel abgeschlossen. Okay, ich gehe mal von aus, dass wir hier 7 Kapitel haben werden. Jeder Siegel ist ein Kapitel. Kapitel 2. Der brennende Glaube. 29. Oktober 1974. 11.26 Uhr. Missing Treasure. Mayor is checking his house in the... Charaktere? Freeman-Jungs... Sie versuchen mich zu ärgern, wie amüsant. Ich bin nicht beeindruckt. Ich kann Ihnen zeigen, was wahrer Schmerz ist. Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Bürgermeister J. Louis Dreyfus. Ich habe den neuen Feueralarm ausgelöst und seine Nachbarn haben angerufen. Das ist meine Chance, sein Büro für das bevorstehende Ritual vorzubereiten. Er ist jetzt Teil meiner Sammlung. Der erste Reiter. Ich sollte seine Tasche durchsuchen. So, Winter Hill. Haus des Bürgermeisters. Das ist ein ausgefallenes Haus, das ist abgeschlossen, aber ich glaube, dass ich durch das Küchenfenster hineinsehen kann. Und ich kann jetzt sogar mittlerweile hinein. So. Ich will mich umziehen. Ist die Tür offen? Nein. Jack? Was machst du hier? So, I went through these last night. This next seal seems a bit vague. I think it has someone who is provoking people, sort of arming them to fight against their fellow man. He has taken the peace from Earth and a great sword has been given to him. I guess finding a literal sword would be a definitive answer. We've got a lot to do here. Okay. The hearing is today at the town hall. I hope you made sure the place is clean. There's a lot of people there today. I should find a sword of some sort. Okay. Oh, hi. Hi. Ja, kann ich... Darf ich raus? Lässt du mich raus? Ja, okay. Ich darf einfach so gehen. Alter, wie der einfach hier zersprengt, zerplatzt.
So, Hütte fehlt uns noch. Mason Motel, Friedhof. Und die Dinger. Gehen wir zuerst zur Hütte. Ich will wissen, was da ist. Wir haben ja immer noch nicht alles erkundet, entdeckt. Und vielleicht, vielleicht gibt es hier wirklich den ein oder anderen Mord, den wir noch machen können. Und ins Bürgermeisterhaus möchte ich gleich noch, nachdem wir die Hütte besucht haben. Okay, weiter rauszoomen kann ich jetzt leider nicht. Schade. Aber was ist das für eine Hütte eigentlich? Ein Gruselhaus. Ein kleines. Darf ich hier rein? Ist jemand zu Hause? Hallo? Irgendjemand da? Kann ich von hier irgendwie meine Macht benutzen oder so? Irgendwas? Es ist auf jeden Fall jetzt markiert. Haus des Bürgermeisters. Ah, okay, so können wir schnell reisen. Wir haben ja jetzt die Schlüssel, ne? Was ist das? Schlüssel des Bürgermeisters. Open the door with the keys. Okay, sehen wir uns mal um. Hier haben wir einen kleinen Teufelchen. Die haben alle so kleine Teufelsfiguren. Gibt es hier irgendwas, was ich mitnehmen kann, einsammeln? Küchen hier direkt, darüber ist ein Rauchmelder. Ich frage mich, ob ich ihn ausdünnen kann. Haben wir ja schon. Da. Ist eigentlich ein nettes Haus. Was ist da? Achso, was ist das? Die Spielkonsole Magna Journey. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die von innen aussehen. Es scheint, als wäre es mit Flachkopfschrauben zugeschraubt. Dafür brauche ich einen Schraubendreher. Oh, den haben wir. Aufschrauben. Von hier habe ich das jetzt. Der Bürgermeister hat eine Spielkonsole, Magna Journey, in seinem Haus. Ein Teil davon ist der Prozessor für C4, aber ich brauche einen Schraubenzieher, um es zu öffnen. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwo im Haus einen finden werde. Haben wir den noch, den Schraubenzieher? Den haben wir noch. Hier eine Dusche mit Stuhl, beziehungsweise mit einer Sitzmöglichkeit. Ich finde sowas nice. Hier Kleiderschrank. So, Controller muss ich ein bisschen weiter wegpacken. Der stört mich ein bisschen. Den Helm. Gibt es hier noch mehr Werkzeug, das ich mitnehmen kann?
Was ist das hier für eine Riesentür? Okay, dann wären wir hier fertig. Nächste wäre Imbiss. Die nächste Station. Das wir noch nicht besucht hatten. Und zum Schrottplatz müssen wir auch nochmal einen kleinen Besuch abstatten, damit wir die Werkzeuge von dem Creepy-Typen bekommen können. So, ab hier nur noch geradeaus, glaube ich. Ich finde es super, dass wir hier eigentlich auf offener Straße rumlaufen können, ohne dass wir hier angegriffen, attackiert werden. Angegriffen, attackiert. Ich meine, angefahren. Von Autos. Ich bin vom Kopf her gerade irgendwie in einem falschen Game. Aber da ist der Imbiss. Little Pits. Hallo, ich hab Hunger. Hast du was für mich? Ich möchte essen. In dieser Zeitung steht Chaos in Ludlow. Nationalgarde schaltet sich ein. A la Williams. Is there anything else I can get you, hon? No, this is quite all right, dear. I'm just really waiting for my boys and their father to come, so we can attend today's mass. Sure, hon. Where are they then without their mother? Well, actually, I don't even know. He likes to take them to these trips. You know how men are. They're probably just doing some boy stuff where I'm not invited to. Figures. Men. They'll be at the church when the mass starts, I'm sure. My husband never misses the mass. Okay. Chaos in Ludlow, Nationalgarde schaltet sich ein. Bislang sind die Berichte verwirrend. Fest steht, dass mindestens 30 Leute in der Kleinstadt ums Leben gekommen sind. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis sie diese Tote hierher verfolgen. Hallo. So, gibt's hier einen kleinen Teufel? Oder hier? Sieht bis jetzt noch nicht danach aus. Hi, darf ich vorbei? Ich gehe einfach mal so vorbei. Gibt's Gift, dass ich dann, womit ich das Essen vergiften kann? Hier gibt's einen kleinen Teufel. Okay, mehr auch nicht. Ich glaube, es gibt nur diesen einen Teufel. Oder hier? So, Gabriels Haus. Okay, also wir gehen jetzt die Straße hier entlang. In Richtung Gabriels Haus, dann einmal kurz die Kirche und den Hafen besuchen.
Diner, so fresh, so cheap, so good. So, was Schwert angeht, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht der Richter ist, der irgendwie ein Schwert hat. Echt jetzt eigentlich für... Hier ist richtig viel... unbebaut oder sowas für so eine Kleinstadt. Also ein richtiges Dorf. Und dann wirklich so ewig lange Wege. So, Haus von Gabriel. Wir besuchen Lieben zuerst, also den Gabriel. Mal gucken, was da passiert. For sale, sold. Ah, okay, der war erst seit kurzem. Also der ist jetzt seit kurzem hier eingezogen. Gibt es hier irgendwie was zu holen? Oder kann ich hier einfach... Ich kann hier einfach rein. Diese Türklingel sieht deutlich neuer aus als das Haus. Sie muss vom neuen Eigentümer installiert worden sein. Okay, jetzt erst einmal sehr dunkel, sehr schwarz hier. Schlüssel zum Keller der Kirche. Ich hab den Schlüssel auf einem Stuhl gefunden. Der öffnet bestimmt die Tür zum Keller der Kirche. Gabriel weiß viel mehr von allem, als ich gedacht hatte. Im Zentrum dieser Sache sehe ich ein Vertrauendolch. Genau den, der noch im Rücken meines Großvaters steckt. Unter ihm befindet sich ein Zettel mit dem Text: Der Dolch kann den Teufel töten. Im Keller. Wir müssen irgendwie zum Keller kommen. Eine Wackelkopffigur. Von Dante Männer müssen wir in den Keller kommen. Wir müssen den Dolch wieder an uns reißen. Nicht, dass Gabriel daran kommt. Warte mal. Ich habe den Schlüssel auf einem... Ja, dieses Haus war eine Ruine. Die Wände sind voller religiöser Texte und Verweise auf meine Vergangenheit. Gabriel führt definitiv etwas im Schilde. Ja, ich... Also es bestätigt sich für mich, also immer mehr, dass Gabriel der Endgegner dieses Spiels sein wird. What part of you shall not, don't you understand? So, die Haupttür ist momentan verschlossen. Später sollte es ein Abendmahl geben. Ich könnte mich nach einem Schwert umsehen. Ah, hier in der Kirche. Kommt daran?
Okay, hier wird definitiv noch einer. Ein Kreuz fehlt noch. Lass mich raten, hier oben vielleicht. Warum muss das immer so dunkel sein? Das Hauptkreuz der Kirche, es wird von vier großen Schrauben an Ort und Stelle gehalten. Ich brauche einen Schraubenschlüssel, um sie zu lockern. Schraubenschlüssel. Okay, das ist das vierte große Kreuz. Also den müssen wir lockern, damit er nach unten kippt. The door is locked. Attached to the lock, there is not a note that says, I brought the keys. They are at my house. It's signed by Gabriel. Okay, Kirchenschlüssel. Öffnen. Hier, da ist ein Schwert. Bronze Angel Statue. Die Kommunion. So. It seems to have a sword in his hand. Just what I needed. Das Abendmahl hat begonnen und einige der Bürger versammeln sich in der Kirche. Merkwürdige Papiere mit lateinischen Übersetzungen. Caedit Eos sticht hervor. I found some papers from the cellar. I do notice one particular Latin translation, which means kill them all. Töte sie alle. So, wir brauchen aber den... Oh, es ist offen. Will ich jetzt rein oder... Dachte ich mir, dass ich dich finden werde. Ich sollte herausfinden, wer in dieser Stadt Leute provoziert. Wer versucht, andere zu beeinflussen? Ich kann nicht in die Kirche rein. Okay, das finde ich interessant. Das finde ich geil. Dass mir der Weg dahin verwehrt wird. Aber wir müssen das hier am Schrottplatz abgeben. Beziehungsweise ich bin jetzt einmal kurz in den Hafen. Wenn die jetzt da in der Messe sind. Mal gucken, was es hier so zu finden gibt. Und danach zum Schrottplatz. Winterhill Fishing Pier. Sonst nichts. I found some papers from the cellar. I do notice the particular Latin. Achso, okay.
Soll ich herausfinden, wer in dieser Stadt Leute provoziert, wer versucht, andere zu beeinflussen? Da ist ein Teufelchen. Wir haben 25 von diesen Teufelskerlen. Wie viele brauchen wir? Wofür brauchen wir die? Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Irgendwas, das ich mitnehmen kann? Hier gibt es gar nichts. Warte. Einige Seile. Okay, mit den Seilen kann ich nichts machen. Kann ich schwimmen? Ich kann nicht schwimmen. Okay. Nächstes Ziel wäre dann für uns wieder der Schrottplatz, also bei Gabriels Haus, wieder nach links. Dann geben wir dieses eine Ding da ab, von der Spielekonsole. Und können dann den Schraubendreher nehmen. Eine Schraubenzange, oder? Oder wie nennt man das? Schraubenschlüssel. Aber ich glaube, mit Lucius 3 werden wir ein bisschen länger als nur ein Stream beschäftigt sein. Ich glaube, wir werden locker dafür jetzt 2 oder 3 Streams hinkriegen. Also das wird definitiv ein bisschen länger. Was will der denn hier? Der... Immer wieder dieselben Dinger. So, Gabriels Haus. Hier ist die Straße. Auf zum Schrottplatz. Auch wenn der Typ da ein bisschen creepy ist, ein bisschen gruselig. Aber wir brauchen halt die beiden Sachen da von dem. Vielleicht auch noch mehr, das ich gebrauchen könnte. Oder nur die beiden Werkzeuge. Ich hätte gerne wieder eine Nagelpistole und Nägel dafür. Oh. Ja, noch mehr. So.
Das Ding brauchen wir. Hi. Oh, hi. It's you. I can't talk right now. Busy building here. So, den Prozessor anbieten. Oh, shoot. You got it. The CX145 microprocessor from the Magna Journey. Where did you get that? Can I have it? Ja, aber nur für den Schraubenschlüssel. Well, maybe we can make a trade then. Is there anything you need from here? Oh, the 6-inch wrench. I only have 3 of those. Is there anything else you can get for that? Fine. I'll trade you the wrench for the processor. Now all I need is the T12C3 and some batteries. Then I'm finally... Batterien? Haben wir Batterien? Batterien habe ich jetzt nicht. Was ist das? Die Münze des 4. Reiters. Wie es scheint, waren ihre Schicksale vorherbestimmt. It's a weird looking metallic object labeled T12C3. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Kann ich da rein? Nö. Brauche ich mehr von denen? Anstatt nur das eine? They call